herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Weiß ich genau, wo ich bei der letzten Aufnahmesession stehen geblieben bin. Ich dachte, ich wäre da schon hingelaufen, aber nach dem Auslocken erscheint man zwar in der Nähe, aber dann doch immer irgendwo. Das heißt, im Zweifelsfall müssen wir zu dieser Nebenquest einfach nochmal hinlaufen, wo ich eventuell schon mal davor gestanden bin. Geh mal aus dem Weg, dann zippe-klatsche. So. Nur da, darüber bitte, da, dann, nein, Askappe, so, geh mal weg, weil, wir waren hier oder sind hier noch beim, bisschen Nebenverdienst machen, damit ich mir diesen Phantomumhang holen kann, das weiß ich noch, ich bin mir ziemlich sicher, da war mal drin gewesen und hier in der Tür irgendwo, da ist, meine Güte, schauen die Damen hier freizügig aus, so, lieber Freund. Ich weiß, dass ohne aber wir sind von der anderen Seite gekommen. Todesurteils wahrhaft sehr zu schätzen. Und nun schreiten wir zur süßen Rache. Süße Rache nennst du das, ne, mein Süßer? Dann, der Seid bei der Erpressung seiner Feinde durch den Diebstahl kompromittierender Gegenstände helfen. Nachdem ihr Grignon ausgeschaltet hat, wurden meine politischen Gegner unruhig. Ach, unruhig wurden die? Weiß ich, dass ein jeder von ihnen ein herrlich anzügliches Geheimnis verschweigt. Hier ist eine Liste mit belastenden Objekten. Wenn ihr sie steht, ist Grignons alter verkommener Stadtteil unter meinem Einfluss verweilen. Verweilen, naja, es ist so viel, das jetzt sein. Aber ich brauche alle diese Objekte. Alle? Wow, alle diese Objekte, damit du alle deine Gegner in der Hand hältst? Okay. Das kommt jetzt sehr überraschend. Gut, geh mal weg. Dann schauen wir doch mal, ob wir da in die Kiste reinkommen. Ja. Steht? Kiste? Hallo, Kiste? Hüpf. Ah, Kiste. Also nicht extra suchen, aber wenn in der Nähe, dann mitnehmen. So wie wir das die ganze Zeit schon handhaben halt. Weg da! So. Immer diese Hinterhofgassenteil-Dinger. Ah nein, nicht hoch. Leute, ich muss hier mal. Darf ich bitte mal? Danke. Ich habe irgendwie so leicht den Verdacht, dass denen da vorne am Eingang das nicht so recht sein wird. Damit hätten wir die zwei ersten schon mal ausgeschaltet. Hört auf zu kreischen, das ist ein ganz normaler Mord hier. Als ob die sich noch nicht dran gewöhnt hätten hier. Kuckuck. Geht dir nicht gut, hm? Würde mir vermutlich mit so einem Loch in der Brust auch nicht gehen. Denn das Problem? Wenn ihn irgendjemand liest, bin ich ein toter Mann. Sei doch nicht dumm. Bist du von Sinnen? Wir müssen ihn finden. So, dann. Ist dieses Brief? Die Kiste und da oben ist der Brief. Okay. Bei der Kiste stehen wieder ein Haufen Rot rum. Okay. Wo hast du den Brief hingelegt? Wo ist denn das Problem? Wenn ihn irgendjemand liest, bin ich ein toter Mann. Sei doch nicht dumm. Bist du von Sinnen? Wir müssen ihn finden. Ja, den findet ihr nicht mehr, den hab ich jetzt. Okay, gut. Ihr zwei dürft leben bleiben, ihr bewacht ja den falschen Eingang. Und ihr habt nicht mitbekommen, dass hier hinten ein Mord geschehen ist, wo alle kreischen durch die Gegend gerannt sind. So, was ist das nächste? 400 Meter in meine Tasche.
Meine Güte. So, ja, jetzt muss ich hier durch diesen Irrgarten wieder raus. Oder ich gehe über die... Arno, da in die Tür rein. Ist denn das Herrschaftszeichen? Diese Steuerung. In diesen engen Gassen ist das aber auch manchmal nicht kompliziert. Geh von dem Mann runter. Hey Mann! Was machst du da? Habt ihr das gesehen? Ich hab's mitgekriegt, dadurch, dass er auch rausgekommen ist. Ja, ja, ist ja gut. Ich tue dir ja fast beinahe gar nichts. So, jetzt brauche ich aber doch etwas Übersicht. Irgendwo hier in der Gegend muss dann auch wieder wer rumstravanzen, dem ich vermutlich was wegnehmen darf. Da vorne ist wieder ein Haufen Lumpengesindel, das sehe ich bis hierhin. Ihr spinnt wohl. Nur ich darf hier ungestraft alle Leute ermördern. Ihr nicht. Also die zwei stechen da einen ab und keinen kümmert's. Und ich stech die zwei ab und alle kreisen durch die Gegend. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, wo jetzt eigentlich mein Klauopfer ist. Mit seinem Brief und seinen belastenden Geheimnissen. Ja, die zwei bewachen eine Kiste. Die Kiste wird nicht mehr bewacht, das heißt, ich kann sie mit einem Dings, das ließe sich ja unter Umständen direkt öffnen. Knack und auf. Ist sie weniger? Komm, plündern, gedrückt halten. Das mit dem Suchen ist natürlich so eine Sache. Ey, der hat das gefunden. Jo, Verbrecherdieb, bla bla bla. Brauchen wir eigentlich. Oh. Du läufst weg hier, nicht von mir, Junge, nicht von mir. Was hast du eigentlich getan? Ich hab's nicht mitgekriegt, aber du bist trotzdem tot. 32.000, 60.000, 160.000 haben wir gebraucht. 400 Meter und 150 in die Richtung. Schauen wir doch mal, dass wir da irgendwo darüber kommen. Ja, okay. 20.000 sind in der Kiste drin. Das heißt, nach diesem Auftrag zur Kiste und dann müsste ich eigentlich haben, was ich will. Geschlossene Kiste.
Okay. Geh mal aus dem Weg, du Zipfelklatscher. Okay, das wird vermutlich dann irgendwo auf dem Markt sein. Das war schon, hoffe ich jedenfalls. Naja. Wäre schön gewesen, wenn der hier unten irgendwo rumlungern täte. Hütet er aber nicht. Er ist da drüben. Kannst du mal stehen bleiben, Junge? Ein stehendes Ziel ist durchaus etwas leichter zu klauen als ein sich bewegendes. So. Nix Geld. So, wo ist mein gottverdammtes Geld? Verdammt nochmal. Immer diese Flucherei, Kreuzkruzifix. Okay, einen brauchen wir noch. Einer geht noch, einer geht noch ein. Ja, geh weg. Es hört auf, mir alle im Weg zu stehen. Warum sind die Straßen hier so voll? 300 Meter. Und ich habe vergessen, Kilometergeld zu beantragen. Moment, Kiste. Nix hier, nix Bastard. So. Ja, hört auf zu kreischen, das ist meine Kiste. Die haben die hier in Beschlag genommen. Ja, wo habt ihr meine Kiste hin versteckt? Kinder, meine Kiste, wo ist meine Kiste? Habt ihr meine Kiste hier hochgeschleppt, ja? Haben Sie? Meine Kiste. Zack. Ich hab sogar einen Schlüssel dabei. Oder sowas ähnliches. Komm. Hüpf. Geh mal einen Moment sterben, bitte. Wer so dumm hier Passanten anspricht, mit einer Waffe in der Hand oder im Gürtel, der kann nur Böses vorhaben. Ich spreche die Passanten ja auch nicht einfach. Einfach weil ich Angst habe, dass dann irgendein Assassine aus dem Gebüsch schüpft und mich absticht. Das ist einfach sehr verdächtiges Verhalten. Ist das noch weit? Wo geht's jetzt da in den da hinten geht's in den Innenhof. Aber vielleicht geht's ja vorne auch zur Tür rein. Okay, lass mir mal durch, bitte Platz da. So, wenn's nicht reingeht, dann. Ah ja. Sind blaue davor. Scheint dann da in der Kiste drin zu sein, so golden wie die schimmert. Oh. Ihr habt ja kein Problem mit mir, oder? Alles easy, alles gut. Ich schiebe euch auch gar nicht zur Seite, weil das gibt dann nur Ärger. Ich gehe einfach zum Fenster raus.
Tschüss. Eigentlich, ich will ja auch gar nichts sehen. Ich habe ja schon, was ich wollte. Ah, naja. Die schauen schon wieder so aus, als würden sie Stress bedeuten hier. Nichts gegen, ich bin gegen gar nichts, außer gegen dich, aua. So, ich hoffe, du hast Medizin dabei, das wäre jetzt ziemlich praktisch. Die könnte ich brauchen. Also es gibt tatsächlich Gegner, die fechten können. Paris, ist das eine tote Ratte? Kinder, guck mal, da liegt Essen. So schlimm kann die Hungerstod nicht sein, wenn ihr eine tote Ratte verschmäht. Just saying. Ja, niemanden verurteilen, aber... Lieber einen ordentlichen Rattenburger als irgendwie so ein Tofu-Zeugs. Morden in der Gasse? Nein, ich bin kein Freund. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Abwinde. Was ist es diesmal? Sollten wir vielleicht was Dunkleres besorgen, dass es so ein bisschen was Unauffälligeres, nicht dieses grelle Mausgrau. Das könnte sich herumsprechen. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch keinen Franzacken machen. Pink. Ein pinker Umhang. Ah, ja. Hab Dank, Arno. Jo, bitte. Es bereitet mir Freude, meinen Willen durchzusetzen. Ist das falsch? Es kommt darauf an, wie sehr du mich dazu missbrauchst. Erinnerung abgeschlossen. Ja, das ist grundsätzlich alles gut und schön und fein. Und da vorne hätten wir auch nochmal dieses Ausrast, Einrast, die französischen Kronjuwelen. Ansonsten... Sind wir hier questtechnisch eigentlich gut unterwegs auf der Seite des Flusses? Was ist eigentlich hier hellblau? Jetzt hör auf, ich raste aus mit der Einrastfunktion. Bloß da, wo einrasten soll, das Grand Chatelat. Okay. Jetzt habe ich nicht markiert, wo ich hin will. Hör auf einzurasten! So, nicht schnell reisen, hinlaufen. Damit müsste ich eigentlich dann mit dem letzten Auftrag und dem Geld in dem Ding und das, was ich jetzt noch ansammelt, müsste ich dann die 160 Rücken zusammen haben, 160.000. 160 Kilo Franken. Die sind massiv. 600 Meter. Oh, ja. Das müsste ich wegtechnisch aber ausgehen und den neuen Umhang müsste ich eigentlich die Folge auch noch kaufen. Ich mache das die Folge. So, egal wie lange es jetzt dauert. Ich hole mir diesen Phantomklingen-Umhang-Teil. Und dann färbe ich ihn rosa, damit er unauffälliger ist. Nein, mache ich nicht.
Oder doch? Na, was für eine Überraschung! Da ist sie halt schon wieder Ostern. Ja, das ist. Hör auf, mich auf Französisch voll zu sammeln. Wähl doch eine zivilisierte Sprache. Gibt es eigentlich irgendeine Obergrenze für die Kleinstverbrechen, die man hier... Und irgendwie konnte man in allem anderen immer irgendwelche Bezirke übernehmen, in allen anderen Assassin's Creed, um hier random Begegnungen, die einem lästig waren, zu minimieren. Hier nicht. So, an der Kiste laufe ich jetzt vorbei, an der da vorne dann... Nicht mehr unbedingt, grüß sie. Irgendwo gab es dann noch dieses Abrollen. Habe ich das eigentlich schon gelernt? Wie? Ah. Hey, das gehört mir! Hilfe! Ja, ich helfe doch schon! Hier! Da bleibt er stehen, damit er so viel Abstand hat, damit er rumtickeln kann. Ja, ja, alle, alle, genau. Wiet, wiet. Nur aber zackig, so viel Französisch kann ich auch noch. Ja, was ist denn das hier für ein Blauröcke-Auflauf? Standen die jetzt da links gerade zu Massen? Ich weiß nicht, ob ich was gesehen habe, sonst müssen wir mal kurz zurückspulen. Da standen mindestens 5-6 von diesen Kasperköppen, ohne dass irgendein bewachtes Gebiet war. Keine Ahnung, was sie da wollten. Ich habe jetzt auch keine Zeit, mich genauer umzuschauen. Geh weg da. Weil ich muss an mein Geld rankommen. Brauche ein neues Röcklein. In Schweinchen rosa. Unauffällig. Da kann ich hier neben dieser... Du nicht, mein Freund. Da kann ich hier neben den Damen laufen, ohne dass ich auffalle mit ihren grell-pastellfarbenen Röckchen. Ja, ja, du kannst nichts für mich tun, danke. Vielleicht habe ich dann auch schon genügend Verbesserungspunkte, um mich irgendwo noch in irgendwas zu verbessern. Ich gehe vor. Keine Lust, wieder hier durch die kalte Küche am Übungsplatz vorbeizulatschen. Hier kommen durchs Café durch, durchs Theater. Einfach mal auch kontrollieren, wie voll ist denn das hier so. Gut besucht. Kabel so lassen, Geschäftsführung kann noch mal einen Tag bleiben. Celestine, was gibt es? Ich fragte mich, Monsieur, ob ich den Nachmittag frei nehmen könnte. Naja, das ist wieder mit dem Freund und ich würde gerne in den Garten ein guter Freund, mit klar. Einem Freund. Ein Freund also? Ja, ein guter Freund. Ja, ja, den kennen wir schon. Pflichten verletzt und deine Arbeit riskierst? Wohl eher nicht. Nein, sicher nicht. So, habe ich jetzt genug Geld? Ich kann doch jetzt nicht irgendwen ermordern, nur um zu schauen, ob ich noch Geld habe. Ich will auch nicht unten reinklicken. Zeugs zu kaufen. So, da ist die Hauptquest. Da drüben ist dann noch die Nebenquest. So wie ich das sehe, müsste das auch die letzte Nebenquest sein. Da haben wir ja noch Gesellschaftsclub-Missionen. Da habe ich irgendwann mal was übernommen und dann die Mission nicht gemacht. Pfui, schäm dich. Nein, wir machen den zuerst. Das müssen wir auch noch machen, bevor wir dann mit der Hauptmission weiter starten. Wer weiß, wann wir dann hier eventuell aus Paris verbannt werden. Lass du den Mönch in Ruhe. Oh.
Ja, es fehlt tatsächlich noch ein paar tausend. Also 1400, um genau zu sein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das so überschlagsweise hätte reichen müssen. Aber naja, gut. Mathematik ist ein Glücksspiel und Glück habe ich halt einfach nicht. Wo habt ihr meine Kiste versteckt? Da oben. Wo habt ihr den Weg nach oben versteckt? Rein. Da, komm. Da. Zwei Schloss Kniste. Mich verarschen? Jetzt ja. Okay, hat geklappt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das Ding jetzt noch getroffen habe, das zweite. Für mich sah das aus wie außerhalb, aber ich will mich ja nicht beschweren dafür, dass mich das Ding von vornherein erstmal komplett verarscht hat und mir gar keinen Öffnungspunkt gegeben hat. Hallo, mein Freund. Nein, ich bin nicht dein Freund. Keine Ahnung, was du von mir willst, aber ich habe jetzt kein Geld für dich. Hey! Hey! Ich wurde beklaut! Dieb! Jemand muss ihn aufhalten! Das gehört mir! Das ist das, wo ist er denn jetzt? Das hilft ja doch niemand. Jetzt kurz den Fix. So, jetzt tackle ich den down und jetzt kommen dann natürlich die ganzen Wachleute. Ja, mon Dieu. Ich krieg eigentlich gar nichts dafür. Weil die Besitzer kriegen ihren Scheiß nicht wieder, dem Typen, dem Dieb, dem nehme ich seine Beute nicht ab. Ich stelle mich da hin und sage einmal du, du, du und dann ist alles gut. Er behält das, was er geklaut hat, ist unterm Strich belohnt. Man braucht also keine Angst haben, dass ihm irgendwas passiert. Also, das ist mindestens mal schwierig, würde ich sagen. Geht mal weg. Was für ein Freund, was für eine Amputation? Nein, das Rätsel ist Mistikack, das will ich nicht. Ach ja, nee, ich kann ja mein Säckchen. So, begreift ihr mal endlich, dass wenn hier einer mordet und schlägt und haut, dass das ich bin. So. Weil, wenn Arno schon nicht schimpft, dann muss ich das tun. Er zieht ja nur seine Waffe, stellt sich dumm hin und alle sagen kusch, kusch und husch, husch. Und nö, das finde ich unbefriedigend. Da muss man dann schon ein bisschen was dazu sagen. Weil so geht's ja mal nicht. Geh weg, alter Sack. Weg da, aus meinem Weg. Das sind meine Straßen. Nein. Was? Moment. Es sind doch Frauen. Das hat zuerst ausgeschaut im Vorbeilaufen, als wären das irgendwelche Tucken in Männerkleidungen. In Paris oder in Frankreich. Heutzutage würde mich das nicht großartig wundern. Bist du eine Arschkartoffel? Also dumm ist das, direkt vor meinen Augen hier anfängt umzuklöppeln. Wenn Sie Streit suchen, können Sie haben. Ich bin hier. Streit gefunden. Und gleich beendet. Ich meine, vielleicht ein bisschen unfair, weil der wusste ja gar nicht, dass ich da bin. Aber mit dem mausgrauen Anzug hätte ich da durchaus, das hätte ihm auffallen können.
Weil wenn dir jetzt schon Schweinchen rosa eingefärbt wäre, das habe ich dann nicht sieht, das kann ich verstehen. Aber grau fällt doch auf. Halt! Blaue Kiste, gleich um die Ecke. So, wo habt ihr meine Kiste hin versteckt? Da. Tag der Herr, das ist meine Kiste. Oh, da sind die 160. Und da ist ein Händler und ein Suchdingensgedöns-Teil. Und ein Verbrecher. Moment, ich muss jetzt erstmal den Verbrecher kurz verhauen hier. So, gibt noch mal ein bisschen Geld und jetzt sind es auch nur noch 11 bis zur nächsten Stufe. Die wir dann doch mal 25 mehr von den Sachen machen dürfen. Hey, ja, bitte, bitte, gern geschehen. So. Ausrüstung. Stattung. Brust. Legendärer Bandit. Nein, den Banditen wollte ich. Den Phantom wollte ich. Genau. Den. Ja, bitte. Danke. 426. So haben wir irgendwann mal angefangen vor 100 Millionen Jahren. Und jetzt müssen wir den natürlich noch verbessern. Auch nochmal für 10.000. Ja, haben wir auch. Beim letzten Mal schon ausgegeben. So. Damit sind wir soweit schick. Und Farben. Gibt es denn da überhaupt was in Schweinchenhose? Naja, in Fliederfarben. Fliederfarben ist jetzt aber nicht Schweinchenhose. Wobei, das ist mehr Flieder. Das ist dann doch so ein bisschen. Bisschen noch undezenter. Kurzegelb. Braun, blau, warum eigentlich blau? Nee, und gelb, gelb geht gar nicht. So orange. Also das hätte ja tatsächlich schon was, wobei das auch ein bisschen tuckig kommt. Wir lassen es jetzt einfach. Aber sagt's nicht weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund. Ciao, ciao.